Wenn das Verstehen langsam beginnt, wenn man also von dem, so jetzt glaube ich, läuft's, wenn man von dem Begreifen loslässt, dem bloßen Begreifen, intellektuellen Begreifen von Dingen, sondern man fängt an zu verstehen, mit dem Herzen zu verstehen, wird alles leicht. Ja. Loslassen. Weil ich ja immer wieder sage, es geht hier überhaupt nicht um intellektuelles Wissen. Es ist so unheimlich trügerisch, weil man immer wieder in die Einseitigkeit geht. Und in dem Moment, wo sich das installiert, im eigenen Bewusstsein, was bin ich, rot geschrieben, und was sind meine Informationen? Das ist das jetzt, das ausgedachte Immersein, das man selbst ist, darum sage ich rot geschrieben, das in dem Moment jetzt natürlich, sobald wir uns was Immersein, das Denken schon wieder ein vergänglicher Gedanke ist und die dazugehörigen Gedanken werden, wird es extrem leicht, aus ein auseinandergeschmissenes Ich. Und man wird feststellen, dass die Gefühle, die man erlebt als Mensch, immer nur entstehen durch Interpretation. Und man kann wirklich dann feststellen, jetzt auf der Bröselebene, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ob Neugier da ist, weil noch genauer, noch präziser und hundertprozentig sicherer kann man das ja überhaupt nicht ausdrücken. Ich habe in einem letzten Selbstgespräch das Wort Zent, das ist ja die 100. Zu den Kof, wir kommen ja zwangsläufig zu den Kof, das ist ja der hebräische Buchstabe 100 und ich sage immer, mach die zwei Nullen dahinter als unendlich, das heißt als unendlich. Und es schreibt sich ja Kup. Und das ist rot gelesen, ist die 100 ja der wirkliche Mensch, der ist eins und unendlich viel. Das ist der träumende Geist. Das unendlich viel ist das Weibliche wieder. Und ich kann immer wieder nur unterstreichen, Holofeeling ist allumfassend, auch über die Sprachen. Das heißt, in dem letzten Selbstgespräch bin ich ganz grob auf den Konfuzi eingegangen, dass dort das Wort Adam drin steckt. Kann es in allen Sprachen der Welt machen. Und solange du in einem chronologischen Denken bist, wenn ich jetzt in unserer ausgedachten Welt bewusst jetzt gedacht mir Linguisten denken, die nur nachäffen, wie sich über Jahrtausende die menschliche Sprache entwickelt hat und dass die sinologischen, die chinesischen Sprachstämme nichts zu tun haben mit den semitischen und die wiederum nichts mit den indogermanischen. Ich widerlege in den Offenbarungsschriften, dass da eine arithmetische, allumfassende Struktur im Hintergrund ist und das alles untrennbar zusammengehört und die Ursache immer der ist, der sich's ausdenkt. Für dich wird es immer so sein, wie du dir das vorstellst. Und wie du dir es vorstellst, das macht der Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Die schöne Computermetapher, welches Programm läuft zurzeit in dir, das macht die Bilder. Aber jetzt kommt, dass ein Bild ist, in dir auftaucht, im Jetzt, dass da mal ein Reizauslöser ist. Das habe ich tausende Male erklärt und ich erkläre es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Ein Reizauslöser, ob jetzt das ein Bild ist, wo Schriftzeichen drauf sind, ob das ein Film ist in ständig wechselnden Bildern. Die Reizauslöser als Ding an sich haben noch keine Qualität. Richtig. Qualitäten entstehen erst durch das zwanghafte Reagieren eines einseitigen Programms. Das heißt, wenn du Mensch jetzt, du Geistesfunken, einen Reizauslöser kriegst, wirst du interpretieren. Ob du jetzt einen Film anschaust, ich sage immer, der läuft ganz einfach bloß. Ob du gewisse Bilder als angenehm oder unangenehm empfindest, in Bezug jetzt auf diese Folterung des Jesus. Du glaubst, es war irgendwas in der Vergangenheit. Ich sage immer wieder, da stimmt ein Jein. Es ist auch eine Rolle, die man spielen kann. Und ihr wisst, der Udo sagt immer so ironisch, es hat verdammt weh getan. Aber was sind Schmerzen, die ich mir jetzt denke, wenn ich weiß, ich habe es ja bloß geträumt? Ja, das ist es. Und wenn du jetzt in einen Chat reingehst, wo ich immer wieder sage, du kannst ja alles machen, aber mach es bewusst. Das Weiterspielen der Rolle. Wie oft habe ich gesagt, wenn jetzt diese Worte, die du jetzt hörst, wenn jetzt das Portugiesisch wäre, so schöner Korinthervers, da steckt es ein Sub mit drin, die Liebe. Dann würdest du, wenn du des Portugiesischen nicht mächtig bist, würdest du bloß Geräusche hören. Dasselbe gilt jetzt für Schriftzeichen. Wenn ich sage, wenn jetzt in dem Chat plötzlich irgendwas auftauchen würde, in irgendeiner anderen Sprache, die du nicht lesen kannst, dann wäre das definitiv, wären das für dich bloß Schriftzeichen. Du vergisst von Augenblick zu Augenblick, was jetzt wirklich da ist. Darum betone ich immer wieder, mach dir bewusst, was jetzt da ist, in dem ständigen Wechsel.
Und du baust dann, was ich Hirnwichser reinnehme, immer einen riesigen Schwall von Interpretationen drüber auf. Das sind natürlich auch ständig wechselnde Bilder, aber da ist im Hintergrund immer ein Chat. Das ist wie eine Gedankenblase. Darum ist mit dem Corona zum Beispiel, ich kann immer nur oft genug sagen, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Für dich ist die Welt da außen unabhängig von dir auch dann da, wenn du nicht an sie denkst, aufgrund deines Glaubens, und zwar die Welt, an die du glaubst. Und sobald du stochastisches Denken das überprüfst, wirst du letztendlich nur eine Bestätigung deines Glaubens kriegen. Ja, oft gesagt. Genau. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wenn man das wirklich einmal verstanden hat und man weiß, was ändert das eigentlich an mir selbst, an dem Geist, der das jetzt zu sehen bekommt, da steckt schon die Ehe mit drin, dann wirst du feststellen, nichts. Was verändert das Lesen eines Buches am Leser? Wenn wir jetzt den Leser als Lesergeist einmal betrachten. Nichts. Am Ende des Buches ist er immer noch derselbe Geist, derselbe Leser. Er hat bloß aus diesen unendlich vielen Büchern in unserer Bibliothek hat er ein neues Buch gelesen. Ich sage jetzt neue Weisheit, neue Erfahrungen freigeschaltet. Das ist das Einzige, worum es geht. Und jetzt ist natürlich, jetzt haben wir eine Zeitqualität. Da springe ich jetzt ganz kurz rein. Ich tue mir das ganz schnell hier holen. Da war ich jetzt rede ich einmal wieder normal in unseren Chat. Heute Morgen so ein Eintrag drin. Ist das Bild da? Macht ihr das Bild? Ja, Rubicon, genau. Ja, genau. Das ist jetzt sehr interessant, die Luftnummer, und man merkt, es ist überall, es ist, wie ich immer wieder sage, auch bei diesen sogenannten weißen Menschen, die man jetzt in einem gewissen Maß erleuchtet nennt, wie der Deberwein oder Karl Renz oder die Dolles, es Quäntchen, hundertprozentig sicher muss hundertprozentig sicher sein. Und da haben wir schon dieses Cent wieder mit drin. Wenn wir das Cent uns nämlich anschauen, 1000 Quintkraut. Wenn du jetzt runterfährst, wird es ganz interessant, die Zentauren, ich will es da nicht reinlesen, es wäre jedes kleine interessant. Oben ausgedacht ein blauer Mensch, unten der Sus. Ach ja, gut. Ist ja sehr interessant, ne? Ja, ja. In einer Wolkengestalt, doppelt aufgespanntes Joch, ist das Fundament. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Das steckt hier, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, geht es über alle Sprachen. Und jetzt kommen wir langsam zu den Cent, zu dem 100. Da steckt das Unde schon mit drin. Das ist übrigens das Hebräische. Das müssen wir jetzt natürlich rot lesen, weil das normalerweise hier, wenn man das jetzt oberflächlich liest, El, Le ist Allah. Implosion, Explosion. MG, der gestaltgewordene Geist, der sich öffnet. Der Magier. Interessant, aber hinten den Gatt. Ah ja, genau. Vom Geist, der sich öffnet, wer ist der Gatt? Jupiter. Der Jupiter. Und das ist dann hier eine offene Wasserleitung. Das ist fließendes Wasser. Augenblick auf 2FF. Dann ist der verborgene Wert die Quintessenz mit plus 5, minus 5. Ja, ja. Der Wert hier MD, MWAF, ist Gestalt geworden oder die Öffnung von etwas, was sich aufspannt, oder Gestalt geworden, aufgespannt. Jetzt ist es also so, dass also hier das einmal rot zu lesen ist, der Schöpfer ist das Meer und das ist die Quintessenz. Darum ist das hier die 5 im verborgenen Wert. Das ist einmal unser Plus 1 und unser 5, 1. Jetzt, wenn ich das schon offen habe, mache ich gleich einmal den Kopf. Das wäre jetzt der blaue UB, ist auch bloß ein Affe. Und da kriegst du jetzt hier göttliche Spiegelung. Drum ist es immer, der Affe ist immer die Spiegelung von dem äußeren Wert. Drum ist der äußere Wert hier 186. Ja.
Was mir wichtig ist, dass dieses Zent, Unde, heißt ja woher auch immer, Unde, Unde. Woher kommt es eigentlich, diese Wahrnehmung? Mhm. Und jetzt pass auf, wenn du jetzt runterfährst, das 100 habe ich gerade schon mal erklärt, das 1, dann landest du plötzlich in Zendo, immer unser Zent, und dann kommst du ins Zentrum. Ah ja. Das beginnt eigentlich schon mit dem Zent, ja, mit dem 100. Und die 100 ist rum, um dich rum. Rum wiederum, kann man auch rum lesen, die Grundradix, RM, wir machen dann das Waff dazwischen. Ja. Das ist die Höhe, es wird was hochgehoben. Das kann man natürlich rot erhoben, UB. Negativ, der Hochmut. Ich kann es aber auch positiv lesen. Das ist der UP-Mut. Ja. Jetzt sind wir wieder bei unserer Christusgeschichte. Ja. HBH. Ja. HBH. Ja, genau. Erhöhen. Das macht es nämlich aus, das Erheben. Das Erweckte ist die Wahrnehmung, ist prinzipiell immer eben, wenn du die Höhe mal verstanden hast. Ja. Wir haben eine Breite, Brei im Spiegel. Brei sind die Spiegelungen, im Spiegel sind die Spiegelungen. Brei.de. Ja. Und dann haben wir die Höhe. Ja. Das ist unser Spiel, unsere Metapher, auf der alles letzten Endes aufbaut. Aber jetzt gehen wir hier mal in diese Luftnummer rein. Wir nehmen als unsere Realität nicht das wahr, was wirklich ist, sondern das, was wir uns einbilden. Anstatt dieses Phänomen dafür zu nutzen, um eigenständig neue Realitäten zu schaffen, lassen wir uns pausenlos von anderen ins Boxhorn jagen. So liegt unser Schicksal immer, es liegt immer im Meer, wieder, wie generiert, geöffnete Berechnung, im Meer wie generiert, in der Hand derjenigen, die unsere Angst beherrschen. Ich sage immer wieder, dieses ständige, zwanghafte Suchen, wer hat Schuld, weil es mir jetzt schlecht geht, weil ich mich unwohl fühle, körperlich wie physisch, psychisch wie physisch, so rum. Suchst du mit deiner jetzigen Logik immer einen Schuldigen und damit entgeistigst, entmachtigst du dich selbst, bis du sagst, ich nehme die Schuld auf mich. Genau. Einmal das vollkommene Einverstandensein mit seiner eigenen Verwandlung. Nicht irgendeinen Gedanken festhalten wollen. Nicht irgendeinen Gedanken verändern wollen, sondern ihn einfach nur anschauen, so wie er ist, ohne Wertung. Und dann schiebt sich natürlich dein Filtersystem dazwischen. Du schaust das dann an, wie du den Gedanken wertest. Das war das Spiel, wenn du das kleine Bild machst mit den Puzzlestücke. Und du als Dritter, ausgeschlossener Dritter in dem Spiel, denkst dir das Gegenteil dazu. Und dann heiligst du dich damit. Ja. Einmal mehr sehen wir nicht, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Ja. Jetzt frage ich dich, was ist jetzt eigentlich zur Zeit mit AIDS? Ja. Gibt es in der Welt eigentlich noch AIDS? Ja. Gibt's nicht. Das Corona wird sich in Interesse genauso auflösen wie das AIDS. Ja. Ja. Du resonierst mit irgendwelchen Seiten und denkst dir was aus. Und was du dir dann ausdenkst, steht und fällt mit dem, wie du das denkst. Das ist das Prinzip. Ja. Da ist Schrift und aus der Schrift baust du eine Vorstellung in dir auf, du legst es einseitig aus und du meinst, du hast mit dem Zeug nichts zu tun. Richtig. Mhm. Ja. Wir gehen auf Nummer sicher, um der vermeintlichen Gefahr zu entkommen, doch da ist gar nichts. Das Theater spitzt sich allein in unserem Kopf. Ja. Da müssen wir jetzt meinen, oh, das ist ja Holofeeling. Ja. Weit, weit gefehlt. Jetzt kommt dieses Spiel in der Psychologie. Ich sage, in der Psychologie ist das Ganze West. Jetzt stellen Sie sich eine Zitrone vor, beißen Sie rein, dann wirst du feststellen, dass das Wasser im Mund zusammenläuft und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Was hier wichtig ist, ich sage halt gerade, in Psychologie ist alles drin, die haben es bloß nicht verstanden, weil es ist immer raumzeitlich machen. Jetzt geht es nämlich schon los. Es werden exakt die gleichen Hirnareale aktiviert, wenn wir in einer Luft beißen und wir uns vorstellen, in einen Apfel zu beißen. So kommt es, dass uns beim bloßen Gedanken an einen Streit die Galle hochkommt. Das sind ja die berühmten Sprichwörter. Schau mal, der Geist Gottes wird auseinandergeschmissen. Ja. Und das ist eine Welle, die auseinander. Ich kann jetzt gehen, alter Geist Gottes ist leer, der explodiert. Das ist der Urknall, wenn dir die Galle hochkommt. Wir können auch GL lesen, die Welle ist, was auseinandergeschmissen ist. Ja. Aber da musst du ja in dir auftauchen und hochkommen. Mhm. Aber wissen wir, wie kreisend sind die 2 mm.
eine einzige Erscheinung. Wenn Balk und wenn Doll ist eine einzige Erscheinung. Ja. Wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, kommt hier eine Tiefenschicht zum Vorschein, da brauche ich Deus Deutsch, Ivri. Ja. Und wie gesagt, alle anderen Sprachen sind Untersysteme. Ja. Oder wir bei einer romantischen Filmszene der rote Gebiert. Ja. Das Wasser, dieses Wasser, das du mehr oder weniger als Gedankenwellen wahrnimmst, das du selbst bist, als heiliges Wasser, E-Quadrat. Mhm. Obwohl sich die Schauspieler sicher nicht lieben. Ich sage immer, die auf der Bühne kennen keine Gefühle. Wenn einer geschlagen wird, in deinem Traum hat der, der jetzt in deinem Traum als Antagonist oder du selbst als Protagonist auftritt, keine Schmerzen. Mhm. Gerade in dem Jesus-Film, wo der geschlagen wird, hat dieses Pixelmännchen auf dem Bildschirm Schmerzen. Mhm. Hat der Schauspieler, den du dir jetzt denkst, der die Rolle gespielt hat, Schmerzen? Nee. Das ist die Frage, kann ein Gedanke eigentlich Schmerzen haben? Ein Gedanke als Ding an sich, weil der Schauspieler ist doch nichts anderes. Mhm. Und ich betone immer noch dazu, das gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Menschen. Das sind genauso Informationen, sind auch nur Gedanken. Mhm. Du bist in der höchsten Stufe der Vergessenheit. Das ist jetzt genau hier in diesen zwei Zahlen alles drin. Mhm. Super. Super, genau. Das heißt hier, wenn zwei Schauspieler sich hier küssen, heißt es noch lange nicht, dass sie sich lieben. Mhm. Unsere Vorstellung hat die Kraft, Berge zu versetzen. Tatsächlich hören wir von Müttern, das ist immer auch so eine Sache, ich erzähle eine kleine Geschichte, wenn ich jetzt als Brüssel-Udo früh unterwegs war, dann habe ich mich irgendwann hingestellt und dann habe ich immer zum Beispiel gesagt, schau mal jetzt hier zum Beispiel den Kirchturm an oder das Straßenschild an. Bleib mal bei dem Kirchturm, schau mal den Kirchturm an. Ich erbringe jetzt ein Wunder und zwar werde ich jetzt hier deine Welt verändern. Ich bin ja Gott. Ich stelle mich hinter den hin und ich schau dir jetzt genau diesen Kirchturm an. Schau genau, achte genau auf den Kirchturm und ich werde jetzt exakt an derselben Stelle, wo der sich befindet, ein anderes Gebäude aufbauen. Und das war ich sage nur jetzt und dann ist ein anderes Gebäude exakt an derselben Stelle. Und ich stehe hinter ihm und ich sage jetzt und in dem Moment, wo ich jetzt so drehe ich ihn von hinten den Kopf und dann schaut das Weißenburger Rathaus. Ja. Und dann sage ich, das Rathaus steht jetzt exakt an derselben Stelle, wo vorher der Kirchturm war. Nämlich da, wo ist jetzt Information. Ja. Ich habe nur das Bild auf der Farbbrille ausgetauscht. Ja. Ja. Genau. So einfach ist es. Wenn ich wirklich weiß, was und wer ich selbst bin und was meine Informationen sind, dass jede Information immer hier und jetzt ist und aus mir selbst kommt. Ja. Das symbolisiert der träumende Geist oder der Computer. Ja. Was auf dem Bildschirm auftaucht, in deinem wahrnehmenden Bewusstsein, sag ich mal, wo die im darstellenden Bewusstsein wäre ein besserer Begriff dazu, wahrnehmen du dir das Bewusstsein, aber du hast einen darstellenden Bereich, die geöffneten Berechnungen, die werden dann hingestellt, die Darstellung in Bewegung setzen, ein ständiger Wechsel von Bildern in dir selbst. Mhm. Und immer wieder auf Gehirn zurückzugreifen, was das Gehirn macht, ist immer noch tiefer Materialismus. Ja, ja, absolut. Selbstentmächtigung. Ja. Tatsächlich hören wir von Müttern, die mit übermenschlicher Kraft das Auto anheben, unter das ihr Kind geraten ist. Das sind jetzt so die ganzen Märchengeschichten. Und von Menschen, die über glühende Kohlen gehen, was übrigens so ganz billiger Budenzauber ist. Ja, eben. Mhm. Oder sich auch nur ein klitzekleines Brandbläschen dabei holen. Ja, ja. Mhm. Das ist immer wieder so, da kann man jetzt wieder den blauen Rand, dieses A und es ist alles nur, Menschen in irgendeiner Form zu manipulieren. Mhm. Holofeeling manipuliert nicht. Holofeeling kostet nichts. Ja. Und bringt dir alles. Ja. Ja. In vielen Schriften, wo ich sage, du musst nirgends eintreten, nirgends austreten, du musst nicht einmal deinen momentanen Glauben ändern. Weil ich ja sage, der ist ja auch richtig. Du musst nur begreifen, dass er ein bisschen bloß richtig ist, dass es noch andere alternative Fakten gibt, die auch richtig sind. Und diese ganzen sich widersprechenden Fakten werden durch Holofeeling geheiligt, eins gemacht. Ja. Tatsächlich entscheidet unsere Vorstellung über Leben und Tod, wie in der Geschichte vom Mann im Kühlwaggon.
Das ist diese Sache, wo einer sich einschließt, ja, und dann erfriert, erfroren ist. Das kennt man alles vom Hörensagen. Ja. Ja, eben. Die Schwierigkeit ist, du solltest nur Sachen beschwören, die du mit eigenen Augen erlebt und am eigenen Leib erlebt hast, und alles andere, was du hörst, sind Märchengeschichten. Und Märchengeschichten sind halt sehr wichtig, insoweit wichtig, weil man die Metapher versteht. Wenn ich jetzt aber mir Märchengeschichten in meinem Kopf in einer Vergangenheit, oh, ich muss ganz kurz weg, kleinen Moment. Gibt's immer ja Geschichten. Ja, metaphorisch gesehen. Sie waren sammelt für was? So, so ist das Leben. Ihr seid noch dran? Ja, ja. Ja, gut. Gerne. Es hat geklingelt. So ist es, reißt halt raus, das Leben fließt, wie es sein soll. So ist es, ja. Und das Ganze medizinisch wird die Fähigkeit, über die Vorstellung körperlicher Prozesse zu steuern, bei Operationen und Geburten eingesetzt. Mittels Hypnose. Jetzt kommt dieses ganze Zeug, kannst du alles vergessen. Ja. Da müssen wir hin. Weil das bringt dich aus dem raumzeitlichen Denken nicht raus. Eben. Ja. Und du darfst es ja weiterdenken, bloß bewusst. Ja. Das geht aber erst, wenn du wirklich dann dieser ausgeschlossene Dritte geworden bist. Ja. Der genau genommen der Vierte ist. Ja. These, Antithese, ja. Synthese. Aber die Synthese ist jetzt was Ausgedachtes. Ja, genau. Das sind unsere Spiegel. Ja. Ja. Und dann beweisen, ich sage immer, du kannst einen Gedanken von dir nichts beweisen. Mhm. Ja. Kindliche Neugier, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Ja. Darum betone ich auch immer wieder schon die ersten 50 Seiten, die ich bin, in dem allerersten Band, das so kindgerecht geschrieben ist. Ja. Wenn ich anfange, zwischen die Zeilen zu gehen, steht alles drin. Da steht das stochastische Denken drin, es wird nur erwähnt in einem Satz. Und dann finde ich dann hier zig Selbstgespräche später in der Physik im Nullpunkt Wortes ganz am Ende, was stochastisches Denken wirklich bedeutet. Ja, schließt sich nach einmal auf. Das heißt, du wirst einfach, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass du beobachtest, wie du reagierst, was dich interessiert, was du ablehnst. Diesen Mechanismus, dieses zwanghafte Reagieren, dass du jetzt das beobachtest. Sind ja schon zwei da, du brauchst das den Reizauslöser und dann deine Reaktion, das ist wie These und Antithese, das habe ich erklärt. Und jetzt erhebst du dich und dann machst du das Spiel, dass du dir jetzt erst einmal deine Einseitigkeiten bewusst machst. Mhm. Ja. Die Eigenart ist, dass sobald man wieder in dem Alltagsleben drinsteckt, ist es weg. Dieses Bewusstsein, das wertfrei ist. Mhm. Mhm. Das ist immer, wenn man sich intensiv mit was beschäftigt. Das war auch die Geschichte jetzt mit einem ausgedachten Redo, wo ich auf dem See von Maimonides, was ich jetzt chronologisch sage, das habe ich Ihnen vor 10, 15 Jahren schon prophezeit. Wenn du von morgens bis abends den Dennach studierst, die Dora studierst, würde ich den Tod nicht finden, und es ist vom Aufstehen bis zum Einschlafen, ist immer irgendwie durch Zauberhand genügend da. Ja. Und sobald du dich wieder in der Welt verlierst, kommt sofort wieder dieses Ego, macht Angst. Mhm. Und ich muss eigentlich nur begreifen, kann ich einen Gedanken verlieren? Kann überhaupt irgendwas aus meinem Kopf heraus, wenn ich träume? Und da geht es jetzt schon los. An was denke ich, wenn ich an den Kopf denke? Ja. Und alles, was unter Zwang passiert, und unter Zwang passiert das, was dir eine Logik aufzwingt, eine einseitige Logik. Erinnert euch die vielen Beispiele, wenn ich es auch liebe. Was für eine Liebe reden wir? Mhm. Mutterliebe, Vaterliebe, blau gelesen, Liebe vom Kind, die sexuelle Liebe. Es ist doch alles unter Zwang. Diese Figuren können doch gar nicht anders. Sie sind so programmiert. Wirkliche Liebe ist nur in Freiheit möglich. Wirkliche Liebe beginnt in dem Moment, wo du anfängst, deine Feinde zu lieben. Es ist nämlich nichts momentan auf deinem Programm drauf, was dich in irgendeiner Form zwingt,
All das, Feind, nochmal, alles, was dir böse, verkehrt, uninteressant, gefährlich, alle negativen Begriffe, was du normal versuchst, von dir zu halten. Oder natürlich all das, was dich überhaupt nicht interessiert, gehört auch zur Kategorie Feind. Willst du ja nicht haben, interessiert mich ja nicht. Wenn du das anfängst zu lieben, dann bist du auf dem Weg der Vervollkommnung. Ja. Und ein bisschen schwanger, wie du immer sagst, gibt es nicht. Entweder lebst du Geistes oder du lebst es nicht. Und wenn man jetzt da wieder oberflächlich reinliest, ach, das ist ja Holo-Feeling und dann geht schon wieder los, was das Gehirn alles macht. Ja. Ja. Du musst die ganze Schuld auf dich nehmen. Ja. Es geht um das absolute Einverstandensein mit allen. Mit jedem Charakter, mit allen. Das ist ja das Verrückte, dass ich sage, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist der Autor von irgendeiner Geschichte. Egal, welche Geschichte du dir jetzt ausdenkst, denk wieder an unsere große Palette der Belletristik. Ob es eine Komödie, ein Liebesfilm, ob es ein Drama, eine Horrorgeschichte ist, ein Krimi. Muss dir klar sein, in dem Moment, wo du dich jetzt hinsetzt als Autor und es niederschreibst, dass für die Figuren, für die Antagonisten in diesem Traum, für die ganzen Situationen, selbst die Welt und die Naturgesetze, die du beschreibst, kann ein Science-Fiction-Roman sein, wo es andere Naturgesetze gibt, andere Welten, dass du das machst. Ja. Und solange dir das bewusst ist, dass diese Welt, die du dir jetzt ausdenkst mit dieser speziellen Geschichte, dass die gar nicht anders sein kann, wie du sie dir ausdenkst, du wirst niemals mehr eine Schuldzuweisung gegenüber jemanden tätigen, den du dir ausdenkst. Ja. Das ist der einfache Satz, bist du schon nicht. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er hier und jetzt in meinem Kopf genauso ist, wie er von mir gedacht wird. Ja. 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 Es ist auch kein Bedürfnis mehr da, wie gesagt, irgendwelche Gedanken festzuhalten. Es erfordert nur die Erkenntnis, dass jeder Gedanke, den ich neu denke, den bestehenden Gedanken schon zerstört. Ja. Meine 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt, aber immer dieselbe Gnede bleibt. Das wollen wir. Das ist alles hundertprozentig sicher. Es entlarvt all das, was die Figuren in deinem Traum äußern, die ja von dir bewusst jetzt ausgedacht werden. Das ist das, was ich den Führerscheinprüfungsbogen nenne. Ja. Ein bewusster Geist, der sich hinsetzt und in den Prüfungsbogen mit, ich nenne das jetzt einfach mal mit Fehlern, sind ja eigentlich nur Multiple Choice, mehrere Möglichkeiten, die du anwenden kannst, dass diese Fehler ganz bewusst erschaffen werden, um zu prüfen, ob du sie erkennst. Ja. Dass du irgendwann einmal erkennst, wie unendlich lieblos die Menschen sind, die du dir ausdenkst. Aber jetzt interessanterweise, wenn du normal denkst, sind ja, ich sage mal, die Polizisten sind die Guten und die Verbrecher sind die Schlechten. Ich kann doch nicht sagen, welche ist, die Seite ist gut und die Seite ist schlecht. Ja. Es ist halt der Welle. Das haben wir doch so oft durchgespielt. Und ich mache ja die Unterschiede absichtlich. Gerade diese Einseitigkeiten erleben können, diese Vielfalt in uns selbst, die wir natürlich extrem limitieren aufgrund dessen, dass wir nur mit einer allereinzigen Logik, mit einem Schwamm im Bad arbeiten. Ja. Ja, richtig. Ja. Das ist das, was dir die Welt sorgen soll. Oh ja. Dass du nie was verlierst, du wirst nie was vollkommen völlig Neues zu sehen bekommen, wenn du das Programm nicht austauschst. Ja. Da haben wir natürlich auch wieder Stufen, wenn du kannst jetzt eine andere Rolle, andere Menschenrolle spielen, dann hast du immer noch die ursprünglichste nicht ausgetauscht. Dann bist du halt irgendeine andere, ein anderer Protagonist in einer Welt mit denselben Naturgesetzen. Darum sage ich, die Naturgesetze selber austauschen, ist dann ein komplett anderes Betriebssystem mit anderen Möglichkeiten. Das eine Schiff muss untergehen, gell? Das ganze Schiff. Aber ich mache das ja in der Welt von Augenblick zu Augenblick. Darum ist die Welt ja der B-Rand, das polare Rand musst du opfern. Von Augenblick, das macht Welt aus, im Universum, im Einsgekehrt. Mhm. Holo-Feeling ist der Kosmos. Das ist die göttliche Ordnung. Super. Jetzt heiligen wir die Sprache. Ja. Wir heiligen das Wort.
Und dann wirst du merken, was für eine unendliche Tiefe hier heilige Schriften haben, egal aus welchem Kulturbereich, ob das der Koran ist. Mhm. Sollen wir wieder mal hier reinlesen. Das große Problem sind die Schriftgelehrten. Immer wieder. Weil die das einseitig auslegen. Das gilt auch für die, allen voran für die Religion der Naturwissenschaft. Diese unendlich geistlos nachgeäffte Schizophrenie von Menschen, die gar nicht merken, was sie für einen Blödsinn daher sabbern. Mhm. Und ich komme jetzt da gleich nochmal in einer Kleinigkeit, wenn ich zum Beispiel jetzt das Atom nehme. Wir bleiben mal bei dem Atom, wir wissen ja, das ist das Unteilbare, nenne ich jetzt das einmal. Dieses Unteilbare, sich dann zu zerdenken, ich kann jetzt nicht einmal sagen, dass das ganz falsch ist. Also wenn wir uns jetzt ein unteilbares Teilchen denken, wie auch immer wir uns das vorstellen, wir sagen jetzt einfach einmal, das wäre eine Kugel. Es ist in einem gewissen Maß eine Kugel, weil das ist jetzt eine Gedankenwelle. KGL heißt wie eine Welle. Dann sehen wir schon, wenn wir an das unteilbare Teilchen denken, das ist das hier, brauchen wir etwas, was nicht das Teilchen ist. Das ist etwas um das Teilchen herum, das ist das Spiel mit der Kugel. Wir haben ein unteilbares Teilchen, das ist wie wenn ich jetzt einen Punkt hinschreibe, dann brauche ich etwas, was nicht das Teilchen ist, das ist die Fläche drumherum. Und ich habe gesagt, wenn man es als Kugel denkt, brauchen wir den Raum des Nichts drumherum. Und wir brauchen als Dritten, das ist die Trinität, den, der sich dieses unteilbare Teilchen ausdenkt. Ja, klar. Das sind eigentlich schon drei da. Ja. So, jetzt machen wir dasselbe und jetzt denken wir uns ein Atom. Wir bleiben einfach mal bei dem Wasserstoffatom. Da brauchen wir ein Proton. Ich finde das immer mein Protoni. Nett, und dann ist da ein L-Eck. Ein göttliches Eck. L-Eck-Tron. Ja. Das ist das Grundprinzip der L-Eck-Trizität. Und jetzt haben wir schon langsam hier. Das Proton ist der in der Mitte, den wir uns jetzt ausdenken. Und das um ihn herum wird jetzt die Elektrizität. Ja, schön. Und der, der sich's ausdenkt, der Geist selber ist der Dritte. Das heißt, wir haben jetzt das gar nicht zerteilt, ich stelle das bloß anders dar. Ich mache eine andere bildliche Vorstellung. Ja. Weil jetzt kommt das Verrückte, weil die Nede selber, die diese Formen annimmt, die ja nur ständig wechselnde Wellen sind, sich als Ding an sich dabei überhaupt nicht verändert. Ja. Sie bleibt ungedeiht. Ja. Das ist das Spiel, wenn ihr euch erinnert, habe ich doch tausende Mal gesagt, das Glas, wenn wir anschlagen und mir erzeugen. Ja, genau. Und ich sage immer, warum kann jetzt hier der Löffel meinetwegen das Glas nicht berühren? Weil es nicht auseinander ist. Ja, genau. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier in dem absoluten Mittelpunkt und du denkst es jetzt. Ja. Ja, eigentlich einfach. Und durch Formen der Gnade, und das ist jetzt interessant, wo ich immer sage, du kannst jetzt meinetwegen eine Kugel anschauen, dir eine Kugel denken und du kannst dir einen Kegel denken. Dann formst du nur deine Information um. Du kannst übrigens auch eine Kugel und einen Kegel gleichzeitig denken, dir bildlich vorstellen. Du musst jetzt, was du jetzt hier auf dem Bildschirm hast, ist immer noch eine Einheit. Ich sage jetzt, bei der Gnade kann ich eine Kugel denken und kann unmittelbar aus derselben Gnade einen Kegel draufstellen. Es ist nicht getrennt in mir selber. Ich denke es mir dann bloß in meiner Vorstellung aus. Ja. Das ist immer, wenn ich jetzt auch jetzt denke an Zürich und jetzt denke an Wien. Ja. Ich habe einmal die Metapher gemacht, wenn du das flächig siehst, das ist wie wenn du ein Blatt Papier nimmst und du schaust jetzt das Blatt Papier an und wir schreiben da Zürich drauf und dann drehe ich das rum und dann schauen wir Wien, schreibe ich auf die Rückseite Wien. Wie weit ist Zürich und Wien auseinander? Genau. Ja. Gut. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn sich das einmal installiert. Und das spielt man alleine. Darum betone ich immer wieder, das Spiel spielst du ganz alleine. Es wird nie ein Gedanke von dir verstehen. Ja. Keine Margot, kein Beder. Ein Ego kann das überhaupt nicht verstanden haben. Ja. Die Gedanken, die du denkst, die Menschen, die du dir denkst, Gedanke ist auch der Mensch. Zwei verschiedene Wörter für dasselbe, was jetzt im Hintergrund dargestellt wird. Das sind Kisten. Ja. Was in den Kisten drin ist, bestimmt der sich die Kisten ausdenkt. All das ist hundertprozentig sicher.
Und jetzt wirst du natürlich konfrontiert, wenn man die falsche Liebe in sich trägt, dass man meint, man müsste jetzt die Figuren in einen Traum aufwecken. Du hast genügend damit zu tun, dich selber wach zu machen. Und da du der eigentliche Spiel bist, also hier jetzt erst einmal das Subjekt bist, ausgedachterweise blau, wird deine Reifestufe ganz klar definiert von deinem persönlichen Umfeld in deiner Nähe. Mhm. Was für Menschen hast du um dich herum, und das zeigt immer noch deine eigene Reifestufe. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich sage seit 20 Jahren, die wenigen Menschen, mit denen ich als Udo-Protagonist mit dem Udo-Programm zu tun habe, ich habe es nur mit extrem liebenswerten Menschen zu tun. Die wenigen. Aber wir haben die zwei Seiten, und alles, was dann böse, schlecht ist, was darüber hinausgeht, kann ich nur vom Hören sagen. Es sind nur Gedanken, die ich mir wohin denke, die ich als Kontrast benötige. Mhm. Ja, muss das sein. Genau. Mein berühmter Spaziergang durch den Zoo, wo ich sage, jetzt in deiner Welt im Groben wirst du feststellen, dass die wirklich gefährlichen, wenn du durch einen Zoo läufst, das ist deine Traumwelt, die sind immer irgendwie hinter einer Glasplatte. Ja. Aber das ist ein großer Wassergraben zwischen dir und dem Gefährlichen. In der unmittelbaren Nähe um dich herum, sag ich mal, wenn du mit Freunden spazieren gehst, ist Frieden. Ja, stimmt. Glasplatte ist dein Fernsehbildschirm, dein Monitor. Hinter dem Fernseher, hinter dem Bildschirm sind dann die Gefährlichen und die Bösen. Oder jetzt gedacht, der große Wassergraben, das ist immer irgendwie Übersee. Ja, na gut. Ja. Ja, stimmt. Super. Das ist halt hier, das ist, ich sage immer, wo ist das Problem? Lass es doch geschehen. Du kannst nur merken, du hast als träumender Geist keinen Einfluss auf dein Denken. Und darum ist es ganz trügerisch, in dem Moment, wo dir jetzt Holofeeling, die elementaren Grundlagen einleuchten, dass irgendwas in dir drin ist, was wach werden will, wirst du schon wieder bemerken, dass dieses Ding, das du jetzt immer noch denkst, dieses Ich, dass es ganz trügerisch ist, jetzt zu meinen, jetzt muss ich meinetwegen jetzt die hebräischen Zeichen lernen, weil dann hast du Kaufmannsdenken. Es geht dann nicht schnell genug. Man ist immer noch in dem Wahn, was verändern zu wollen. Ja, das ist es, genau. Und das große Heureka kommt in dem Augenblick, wo man erkennt, es ist alles göttlich perfekt. Ja. Jeder Moment, ich muss nichts verändern. Ja. Ja, absolut. Es ist auch nichts mehr, was in mir auftaucht, was ich nicht mehr haben will. Ist ja immer die schöne Spiegelung des Nicht-mehr-haben-wollen. Dann habe ich es ja trotzdem, auch wenn ich es mir ausdenke. Ja, stimmt. Die Auflösung ist schlichtweg und einfach ein Austauschen der Gedanken. Das passiert sowieso von Moment zu Moment. Ja. Die Frage, die ich mir stellen muss, warum wiederholt sich das jetzt immer? Ja, das ist es, genau. Wie oft habe ich schon vom Bröseln gehört, ich habe es doch schon verstanden, wieso passiert jetzt das? Oh je. Und dann sagt jedes Mal dasselbe. Du hast es intellektuell begriffen, du hast es noch nicht verstanden, du hast hier und jetzt zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Und ich werde dir zeigen, wie viele Kleinigkeiten ich dir noch einspiele, wo du dich darüber erinnerst. Oh ja. Dass hier ein minimaler Gedanke in dir auftauchen kann und plötzlich stürzt dein ganzes angebliches Verstandenhaben in sich hinein. Das ist jetzt das Telefon gängig. Die Margot geht ans Telefon, die Polizei ist dran und sagt, dass irgendeiner deiner Söhne einen tödlichen Unfall gehabt hat. Nur Worte. Inwieweit ist da noch eine Reaktion? Es sind nur Worte. Die wirkt dich sofort auf, wenn du das nicht begriffen hast. Ja. Was ist jetzt da? Du musst jegliche Form von raumzeitlicher zwanghafter Interpretation überwunden haben und dann wirst du feststellen, es ist einfach nur Geräusche im Ohr von einem kleinen Telefonhörer. Vertraust du einem Telefonhörer mehr wie mir? Das ist die Frage. Ich könnte jetzt sagen, vertraust du einer kleinen Lautsprechermembran mehr wie mir? Ja. Du sollst nicht den Lautsprecher vertrauen, den du jetzt zuhörst. Du sollst mir vertrauen. Und dann ist ganz wichtig, ich bin eigentlich du. Ja. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Alles, was der Udo sagt, sagt er deshalb, weil ich mir das jetzt ausdenke. Ja. Richtig. Ja. Alle Reaktionen, wie ich jetzt, anderes Ich, der vom Computer sitzt, das blaue Ich, drauf reagiere,
macht dieses Reaktionssystem, weil ich mir ganz bewusst dieses Reaktionssystem ausdenke, das jetzt auf diese Reizauslöser genauso reagiert. Ja, ja, genau. Wenn du den Zustand ständig hast, bist du absolut in der Mitte, absolut in der Ruhe. Mhm. Ja. Dann fängst du an, dich zu durchschauen. Dann wird dir bewusst, was der Sinn dieses speziellen Lebens ist, das du zurzeit durchlebst. Was der Sinn dieses Lebens ist, was du in dem Leben zu lernen hast. Ja. Gedanken lernen nichts. Ja. Lernen tut nur der Geist. Ja. Und jetzt kommen die vielen kleinen Sätze, hör auf, Ballen vor die Säue zu werfen, sondern investiere mehr oder weniger hier, wo es auch ankommt, sage ich, die Freude. Das merkt man dann sehr, sehr schnell. Dankbarkeit sein. Für jede Erfahrung, die ich machen darf. Und du wirst feststellen, am meisten wächst du gerade durch das, wo deine jetzige Logik sagt, das will ich nicht. Richtig. Naja. Das, was man die Schicksalsschläge nennt. Das dich in deiner geistigen Entwicklung am weitesten bringen. Ja, das stimmt. Da muss man irgendwann einmal in diesem Innern muss man verstanden haben, was bin ich selbst, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Die wirklichen Fragen. Muss man einen Preis dafür bezahlen? Du musst was opfern. Du musst für alles, alles hat seinen Preis, wie man so schön sagt. Es ist bloß in der geistigen Welt etwas anders, wie in der materiellen Welt. Jetzt zum Beispiel das Weihnachten. Was geht es bei Weihnachten? Das größte Problem ist, die Geschäfte müssen zumachen, Geschenke. Es ist ja nur ein Geschäft. Ja. 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 Die eigentliche Tradition ist doch komplett dahin. Ja, das stimmt. Ja. Schon immer. Ja. Eine unendliche Verlogenheit. Richtig. Das ist übrigens jetzt keine Schuldzuweisung. Ich denke mir meine Führerscheinprüfungsbogenfehler genau aus. Mir fällt jetzt ganz spontan wieder so schöne Zeit aktuell. Ihr wisst, wenn ich immer so auf Zeit hängt von der Adresse ab, wenn du jetzt das Video anhörst. Bistum Köln hat ja jetzt einen Prozess gehabt hier wegen, ich sage mal, Misshandlung oder Vergewaltigung Jugendlicher. Dass hier der Bischof, der aktuelle Bischof vom Vorgänger viele Sachen unter den Tisch gekehrt hat. Unsere liebe Kirche, die rennen trotzdem in ihre Kirchen, weil sie unverbesserlich sind oder in ihre Sekten. Und wieso ich jetzt das ganz kurz erzähle, dass man eigentlich das wirklich bei Wasser liegt, wo ganz woanders. Und sie haben jetzt hier, zahlen sie 750.000 Euro Entschädigung. Die sind übrigens alle hier um die 50, 60, die hier extrem misshandelt wurden als junge Burschen, die hier in der Kirche tätig waren. Und die extreme Traumatas und Psychosen haben, denken wir uns jetzt alles aus, sind nur Gedanken. Immer dran denken, Gedanken von uns leiden nicht. Das ist ja eine Metapher in der Geschichte. Und jetzt wollten die das ja wie immer komplett unter den Tisch kehren, aber jetzt gut, in dieser Öffnung ist jetzt ein Prozess gewesen und jetzt haben sie dann hier zugestimmt, dass sie 750.000 Euro zahlen sie an diese Geschädigten für Wiedergutmachung. Was das Negative ist, was du dabei bedenken musst, sie haben mehr als das Dreifache. Jetzt innerhalb der Geschichte, wenn du das recherchierst, wirst du das kriegen. Es macht keinen Sinn, du kannst es aber recherchieren, wenn du suchst, stochastisches Denken. Ich will das jetzt überprüfen und wenn du das jetzt glaubst, wirst du feststellen, offiziell, die haben über das Dreifache an Rechtsanwaltskosten und Gutachter ausgegeben, dass sie bloß 750.000 Euro zahlen müssen. Die Rechtsanwaltskosten und die Gutachterkosten, die die Kirche eingeschaltet hat, um den Betrag runterzudrücken, weil das sehr, sehr viele waren, war dreimal so hoch wie die Entschädigungskosten. Nee. Und man schüttelt dann nur entsetzt den Kopf, aber wo man den Kopf schütteln sollte, was ist mit den Millionen, die noch bevor in ihre katholischen Kirchen rennen und im Pharaon gehen? Ja. Ihr Kreuz anbieten. Du wirst dich von jeglicher Art einseitiger Dogmatik, die Fähnchen im Wind, wirst du dich lösen. Du musst dich in ein absolutes Nichts stellen, nämlich ins Zentrum dessen, der du selbst bist. Genau. Ja. Es sind spannende Geschichten, es sind lehrreiche Geschichten. Du musst immer bei Ich bin, du, wie oft habe ich das erwähnt, wenn ich sage, wenn mein Menschensohn in dir auftaucht, egal als welche Person ich jetzt in dir auftauche, ob ich mich hier Udo Petscher nenne oder Sascha Mann nenne. Ich habe so viele Leben gelebt und du kriegst es irgendwann einmal mit. Ich bin du, wohlgemerkt. Der vom Bücherregal liest alle Bücher.
als der, der du zurzeit zu sein glaubst, jetzt gedachterweise in dieser Verkörperung der Person, die jetzt vor dem Computer sitzt. Das sind alles Gedanken, das sind alles Informationen. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass das, was ich erlebe, letztendlich nur ein ständiger Wechsel von Informationen sind? Und wie sich das aufbaut, das ist ein arithmetisches System. Und man ist dann immer noch in dieser Verzweiflung. Das kommt immer wieder hoch. Man will die Welt, das müssen doch die Menschen wissen. Ich könnte sehr hartnäckig, ich könnte zum Beispiel sagen, ich denke mal, Goethe, ja, der große Freigeist, der deutsche große Geist, die Goethe-Gesellschaft, die ja jetzt bewusst ausgedacht auf dieser ausgedachten Erdkugel international tätig ist mit Goethe-Zentren. Mhm. Weisheit, in Hongkong gibt es ein Goethe-Zentrum, überall auf der ganzen Welt, um die deutsche Land der Dichter und Denker auch zu repräsentieren. Mhm. Ist das Herz aufgeben, wenn die Holofilien kriegen? Ja, eigentlich ja. Kannst du komplett vergessen, wen willst du ansprechen? Ja. Also müsste das Herz aufgehen, wenn ich Ihnen zeige, die Fehler in der Quantenmechanik und bei Einstein liegen. Ja. Das würde Ihnen einen Job kosten. Mhm. Ja. Würde, das ist ein Prinzip, das ist so einfach. Darum sage ich, mach Lehrer, du weißt doch, Peter, muss ich dir doch als ehemaligen Lehrer nicht sagen, unsere Gespräche. Ja. Lehr das, was du zu lernen hast. Holofeeling mischt sich doch nicht ein. Selbst wenn ich mal meinen Rabbi sage, sag ich, mach deinen Rabbi weiter. Mhm. Weil mich interessieren die Menschen nicht, die Enosch. Es sind sterbliche Erscheinungen. Mich interessiert nur der, der ewig ist, das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und ich sage, du hörst mich jetzt sprechen, sonst würde ich es nicht erzählen. Mhm. Aber wer bist du? Ja. Wer ist das, der jetzt den Udo spricht? Ja. Hörst du eigentlich den Udo sprechen? Aber was denkst du? Udo ist doch auch bloß ein Gedanke. Ist jetzt ein Wort, ein Geräusch aus einem Lautsprecher? Ja. Benötigst du recht viel intellektuelles Wissen, um einfach wahrzunehmen, was jetzt wirklich da ist und zu beobachten, wie dein anerzogener Intellekt, dein Schwamminhalt, das habe ich schon wieder Vergangenheit gemacht, bewusst, merkst du das? Mhm. Wie ist das im Moment bewusst? Mhm. Er dich zwingt, das zu interpretieren. Ja. Nein, das benötigt Bewusstsein. Mhm. Und da ist jetzt ein Bewusstsein, dass ich das ausdenke. Bist du schon ich? Dass ich jetzt im Moment an Peter ausdenkt, an Margot ausdenkt, an Udo ausdenkt und sich selbst ausdenkt. Oder dann irgendwie Katholiken, ein Bischof, geschädigte Kinder, je nachdem, was für Worte da sind. Mhm. Richtig. Das ist nicht einmal, dass du die dir vorstellst. Das ist diese Hirnwichserei, wenn du was anschaust. Aber was du aus den Geräuschen, den Worten oder den Reizauslösern machst, steht und fällt mit deinem Interpretationssystem, mit dem blauen Ich, das heißt mit dem Menschen, mit der du zurzeit so sein glaubst. Das Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm, das ständig auf Reizauslöser reagiert und sich damit selber, dich, Geist, selbstständig die Information umformt. Mhm. Das ist die wirkliche Funktion. Das ist das Allereinzige, was du zurzeit zu verstehen hast. Und wie gesagt, dazu ist nicht nötig, irgendwie groß Intellekt zu sich anzueignen. Das ist ein Fall. Es ist einfach. Das ist ich sage, es ist unendlich einfach. Nichts ist einfacher, so einfach, zu wachsen. So einfach. Was muss ein Säugling machen, dass er wächst? Ja. Wächst der Säugling eigentlich? Ich habe noch nie einen Säugling wachsen. Stimmt. Wenn er da ist, ist ein Säugling da. Ja. Das ist immer, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Stundenzeiger bewegt. Mhm. Schau mal auf die Uhr und zeig mir, dass er sich bewegt. Ich habe noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Zeig's mir. Zeig's mir, genau. Dann wirst du merken, wie unendlich mächtig, wenn du das jetzt irgendwann sagst, einen normalen Menschen in einem Raum von Brüssel zu Brüssel, wirst du als der größte Idiot hingestellt überhaupt. Ja. Ich sage, zeig's mir, ich will sehen. Ja. Ich sage mal, mir das, vor 20 Jahren habe ich schon gesagt, ich bin ja so ein Einfallspinsel, ein Dilettant. Wenn man mir das nicht erzählt hätte, dass ich Sterne bewegen, mir wäre das nie aufgefallen, wenn ich hochschaue, stehen die wie eine Eins. Aber irgendwann wurde mir dann in der Schule was erzählt hier von Astrologie, von Kopernikus, was der gesehen hat, und dann tausche ich schon wieder die Bilder aus. Habe ich immer wieder gesagt hier. Nur Austausch, genau. Und wenn wir das jetzt auf ein Planetarium laufen lassen, haben wir ja alles weiß, und Vortrag bin ich darauf eingestiegen, dann musst du jetzt erst wieder klar sein, was schaust du jetzt eigentlich an? Du hast einen Monitor vor dir, das sind statische Lämpchen und es leuchten nur an anderen Stellen Lämpchen. Die Lämpchen selber wandern nicht von A nach B, so wie der Finger jetzt nicht von A nach B lang wandert. Tausendmal erklärt. Mhm.
Das ist jetzt übrigens nicht einmal ein alternatives Faktum zu deinem bisherigen Glauben, sondern das ist das, was ist. Und dein bisheriger Glaube ist schlichtweg und einfach ein Trugschluss. Es ist für dich logisch. Die größte Falle ist das, was du logisch nennst. Solange du an einer einseitigen Logik arbeitest. Das ist ein Dogma, ein Paradigma, ein Axiom. Das sind Dogmen. Das sind Trugschlüsse. Ja. Und die halten dich in dem Gefängnis deines jetzigen Glaubens fest, der nicht einmal dein wirklicher Glaube ist. Mhm. Das ist ein Wellenbeschwörer. Ja, gut. Gut. Gut, ja. Karl AOB. Ja. Er meint, Wellen sind auch dann da, wenn sie nicht aufgeworfen werden. Ja. Sie sind ja dann doch wieder irgendwie da in der Heiligkeit, auf dem Programm. Im Prinzip, ja. Genau. Ja. Das ist alles sehr einfach. Ja. Das ist es, den Status aufrechtzuerhalten. Ja. Darum habe ich ja gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass ein Säugling wächst. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Henne wächst. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Mhm. Eine Henne entsteht in dem Moment, wo du sie dir denkst. Mhm. In dem Augenblick auf deiner Verabredung, übrigens deine Verabredung, wie ich immer sage, deine Augen, symbolisch für die Verabredung, sind genauso nur, was ich auf dem Monitor kleine Lämmchen nenne, sind auf den Augen, oder Triplets sind auf den Augen, die Zäpfchen, in den Augen die Zäpfchen. Mhm. Mhm. Also es bewegt sich nichts. Mhm. Wo soll sich das auch in dir selber hinbewegen, wenn das bloß immer hier und jetzt ist? Genau. Ja, sehr schön. Das begreift nur die Heiligkeit in dir, die du selbst bist und die du schon immer warst, was du vergessen hast. Mhm. Weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Aber es ist doch, wenn du jetzt an dich denkst, egal an was du denkst, es ist doch nur ein Gedanke von dir. Betonung liegt auf nur. NUR, Existenz einer aufgespannten Rechnung. Ja, flackerndes Licht. Flackerndes Licht. Mhm. Genau. Flackernd. Genau. Mhm. Das ist nicht, dass das sich bewegt, sondern das geht on und aus. Mhm. Ich kann mich an mein Heugerchen jetzt erinnern, was er hat so lange gebraucht, um das zu verstehen, weil ich dann immer noch gesagt habe, pass auf, wir nehmen jetzt zwei Stehlampen in einem absolut finsteren Zimmer, ich lasse auf der rechten Seite eins brennen und dann schalte ich das Licht aus und schalte dann auf der linken Seite die Lampe aus. Würdest du auf die Idee kommen, dass das Licht drüber gewandert ist? Mhm. Der Blickwinkel hat sich verändert. Mhm. Also beides Mal leuchtet das in dir. Das fällt eben in dieser Matrix in einem Punkt zusammen. Mhm. Ja. Und jetzt meinen wir immer wieder hartnäckig, das müssen die anderen auch wissen. Ich sage, in dem Moment, wo das bei dir zweifelsfrei verstanden ist, wirst du plötzlich feststellen, dass in dir Figuren in deinem Traum auftragen, für die das selbstverständlich ist. Mhm. Ja. Mhm. Spiegelt sich dann. Gell? Für die das Selbst immer einer ist, genau, verständlich wird. Das ist das, was ich Geistesfunk nenne, jetzt in eine Handvoll Leute, die sich viele, viele Jahre mit Holofeeling beschäftigt haben. Schön. Für eine Helene, die ich mir jetzt ausdenke, die als Gedanke selber nichts wissen kann, aber ich setze jetzt das Wort Helene für ein Programm. Ja. Und für ein Fetting, das ich mir ausdenke, ein Doni sage ich immer früher, und ein Fetting, das ich mir ausdenke, setze ich als ein Programm, dass diese Programme jetzt so in Richtung Vervollkommnung gehen, dass für diese Programme, auch wenn die Programme sind ja Filter, noch eingeschaltet sind, das eigene Selbst von dem, der sich die Programme ausdenkt, verständlich wird. Ja. Das heißt selbstverständlich. Ja. Und dieses Selbst als Ding an sich, rot gelesen, DNG, das Gesetz des Geistes, spielt als Ding an sich keine Rolle. Genau. Das, was die Rolle spielt, im Raum und Zeit, Volumen, Rollen, ist nicht das Zentrum. Mhm. Das Außenrum ist der Sturm. SDUR, wild widerlegt, ungeordnet. Das sind die Puzzlestücke, die wir uns jetzt auseinanderdenken, obwohl die im Zentrum, im Wir in L, wir in dem Nichts, wir in Gott, Verbell, Sturm ist außen. Mhm. Ja, super. Im Verbell ist alles absolut perfekt. Darum sind ja Affen eigentlich Wirbeltiere. Ja. Aber die Tiere selber sind noch das Sture.
Das Wege, das Widerlegte. Ja. Um dich herum. Ja. Ja. Passt. Das ist wie in Gott sind das Zentrum. Oh, schön. Das Zentrum ist die Rode 100. Das haben wir am Anfang gehabt. Ja. Wunderbar. Ja. So, ja. Schön. Es ist, wenn man anschaut, das Berühren, all die Sachen, wo ich anspreche, ja. Das Berühren, da ist ja. Berühren beginnt mit Aruha, habe ich doch erwähnt. Da steckt die Ruhe mit drin. Das Ruhende ist noch in Chat, da kommst du nur. Das war ja, ich habe viele Sachen, wo ich gar nicht erwähne, dass zum Beispiel das Chat im Hebräischen ja meistens auch K ausgesprochen wird. Das sind die Formwandlungen, die gibt es übrigens in der Linguistik auch. Bloß die sehen, dass dann ganze über Jahrhunderte wieder hat sogenannte Lautwandlungen gegeben, wenn du Linguistik studierst. Das Problem ist das chronologische Denken. Ja. Das aus dem Mens, wenn ich immer sage, das Mens, das Denken wird dann Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Lügen, genau. Aus S wird D, aus der Raumzeit wird eine Erscheinung. Abstrakt. Aber die SD-Lautwandlung liegt wo ganz woanders, die liegt in der Kabbala, in der kabbalistischen Schrift, weil das darf nämlich auch ein doppelter Laut ist. Da wird übrigens in der Kabbala-Literatur, wirst du fast nichts finden. Ich kann jetzt zwar zeigen hier, Seiten zeigen, wo hier die Lautwesen sind und dann ist das Taf ein doppeltes Zeigen, das wird auch Saf ausgesprochen. Schon mal gesagt hier, diesen Judentum in der Aussprache, sagen die zum Beispiel nicht Bet, Bet hin, das D, sondern Beiß. Also da steht jetzt im Zeigen Hebräisch, steht das Bet, das J und das Taf, wenn ich das so ausspreche. 2, 10, 400. Die sprechen Beiß aus. Beiß. Ja, ja. Wir können das I dann Bet aussprechen. Das ist das normale, klassische Ivri. Es ist aber ja J dazwischen. Das heißt auch Bit. Jetzt sind wir langsam bei unserer Digitalstruktur. Ja. Ja. Bi. In mir ist eine Erscheinung. Genau. Aber dieses I in der Mitte, im Beiß, ja. ist der Schöpfergott. Ja, und du hast nicht. Das heißt, im Schöpfergott ist Bewusstsein, wenn ich das Taf nämlich zu einem Zaff mache. Bewusstsein wird zur Schöpfung von was doppelt aufgespannt. Ja. Müssen wir jetzt, wenn man die Grundlage hat, ist kein Problem, kann man folgen. Wenn man es nicht hat, ist wie eine andere Sprache. Das ist wie wenn ich jetzt Türkisch rede oder Portugiesisch rede, wenn ich immer sage, dann verstehst du es nicht. Und sich das dann mal einzugestehen, dass das menschliche Wissen, das du deiner Menschheit zusprichst, letztendlich entsteht, weil du dir das in diese Kisten reindenkst. Das heißt, du magst letztendlich dein Wissen, dein einseitiges Wissen, was du jetzt richtig und verkehrt schon wieder definierst. Du hast ja Wissen, ich wiederhole das nochmal, das Wissen, das du jetzt in dir trägst, in deinen Schwamm. Da gibt es Wissen und du kannst jetzt was wissen und es als richtig definieren, das magst du und du hast auch Wissen, das stimmt nicht und das ist falsch oder das ist verkehrt. Das Wissen des Verkehrten ist ja schon da. Jetzt kommt aber das Problem, dass du mit dem Verkehrten, mit den Kehrseiten nichts zu tun haben willst. Du weißt jetzt zum Beispiel vielleicht, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Dann gehst du mal auf YouTube und gibst Flat Earther ein und dann wirst du feststellen, es gibt viele, die glauben, die Welt ist doch wieder Scheibe. Ja. Dann kannst du aber welche finden, die sagen, die Welt ist zwar Kugel und wir liegen nicht auf der Oberfläche, sondern auf der Innenseite der Kugel. Hohlwelten. Da sind überall, sind da auch Professoren dabei, die den Fehler gefunden. Dann gehst du in die Zeitgeschichte und dann bringe ich dir Zeitgeschichtsprofessoren, die sagen, die Vergangenheit stimmt nicht, das sind Fan 400 Jahre. Ja, genau. Ich kann dir wissenschaftliche Schriften von Professoren sagen, die behaupten, es hat nie einen heutigen Großen gegeben. Ja, genau. Die alten Schriften wurden verkehrs ausgelegt. Man hat nur die Seite genommen, in einem anderen Buch wird was anderes behauptet. Ja. Das eigentliche Problem alles. Ist, runter rationalisieren auf das ganz Einfache, dass egal welches Buch, welche Internetseite du mir als einen Beweis gibst, genau. Ich dir zeige, dass es tausend andere Perspektiven und Seiten gibt zum selben Thema, die wo es ganz was anderes behaupten. Ja. Das ist das, was wichtig ist. Du hörst es in einem Selbstgespräch, das reicht nicht, dass das im Moment, du sagst innerlich ganz kurz, ja, stimmt ja eigentlich. Es wird nämlich dein Ego, dein Programm im normalen Unbewusstseinsalltag in keinster Weise
daran hindern, nach wie vor extrem sich über jede Kleinigkeit, wo die als böse, schlecht und verkehrt erscheint, dich aufzuregen. Vor irgendwas Angst zu haben. Du wirst jetzt zum Beispiel merken, alle, ich nenne es einmal Corona-Befürworter, die auf das Geschwätz der Massenmedien achten, dass die letztendlich tiefgläubige Materialisten sind, weil die meine panische Angst, den Körper zu verlieren. Ja, genau. Es ist nicht ein Hauch von Bewusstsein, da einfach zu erkennen, ich, Geist, ja. Gottgeschrieben, bin ja auch dann da, wenn ich nicht an den Scheißdreckskörper gehe. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Keine Chance. Ja. Und das wird hartnäckig, wenn Schmerzen dazu kommen, Peter. Kannst du einen Roman, einen Lebensroman schreiben? Das ist sehr hartnäckig. Aber es ist wirklich das ständige Versuchen, das loszukriegen, einen Schuldigen zu finden. Der Körper ist nicht schuld, dass er so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Und du als träumender Geist bist nicht schuld, dass du dir das ausdenkst. Und du wirst, das ist jetzt ein göttliches Versprechen für den Geistesfunk, der zurzeit das Peter-Fedding-Programm durchlebt. Dass du unendlich dankbar sein wirst, dass du das Leben durchleben dürftest, weil dich das so weit bringt. Ja, bin ich schon. Ja. Komm, das ist immer wieder das Warten auf irgendwas, auf eine Veränderung. Du wartest auf etwas in der Zukunft, was jeden Moment passiert. Aber du wirst dann erkennen, du veränderst dich immer nur im Maße zu dieser Logik. Dann sagst du, ich will endlich eine neue Logik. Ich sage, kriegst du von mir geschenkt, lass dich inspirieren. Das ist das Schöne, die Inspiration. Was erfordert die Inspiration? Dass du zuerst einmal begreifst, das vollkommen Neue kann nur aus dir selbst kommen. Es kommt aber nicht auf die Oberfläche, wenn du permanent das Ego deines jetzigen Egos, deine jetzige einseitige Logik eingeschaltet hast. Auch das Wollen, etwas Nicht-Wollen. Ja. Ich erkläre das in so kindgerechten Beispielen. Ich betone immer wieder dazu, diese elementaren Aussagen. Dein momentaner Intellekt, dein Wissen steht dir eigentlich im Weg. Ja. Das stimmt, ja. Das ist einseitig. Weil ihr nur immer zwanghaft einseitig werdet. Ja. Und die Leichtigkeit des Seins beginnt wirklich, sich bewusst zu machen, was man selbst ist. Und dann nützen dann nichts wieder diese, die ein bisschen schwanger gibt es nicht. Nee. Das, wenn ich immer die Teberwein und die Dolles und wie sie alle heißen. Ja. Zuerst einmal, ich habe immer gerne den Kohärenz genommen, aber ich sage, wenn es einer verstanden hat von den Ausgedachten, wenn es den geben sollte, wenn ich nicht an ihn denke, den Kohärenz. Das ist einer der wenigen, der es wirklich verstanden hat. Aber nicht der Kohärenz, sondern das Programm ist so durchlässig geworden, dass er seine Rolle weiterspielt. Ein Gedanke kann nichts verstehen. Er kann den Eindruck machen, dass er was verstanden hat. Verstehen kann es bloß der, der sich die Gedanken denkt. Ja. Immer wieder, genau. Und dann wirst du zu Liebe werden, zu allumfassender Liebe. Dann hast du keine Feindbilder mehr. Genau. Dein Programm wird immer noch sagen, jetzt mit meinem jetzigen Programm sehe ich das so. Das sehe ich so. Aber ich ist jetzt einfach bewusst, dass das, wie ich immer sage, ein Puzzlestückchen ist und der Geist, der du bist, denkt das Gegenteil automatisch dazu. Und jetzt kommst du, was eigentlich auch schon die ganze Zeit da ist, dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt noch zum Einkaufen fahren, denkst du dann an den Supermarkt in dem Moment direkt, machst du Bilder draus? Ja, eigentlich nicht. Das ist ganz interessant, die Kiste, wenn du jetzt sagst, ich muss mir jetzt ein Brot machen. Das ist eigentlich im Hintergrund schon die Küche, dass du in die Küche gehst wahrscheinlich. So, ja. Aber die Küche, nur das Wort Küche, wenn du denkst, sind keine Bilder da. Du denkst die meiste Zeit ohne Bilder, die ist bloß der Komplex im Hintergrund gar nicht bewusst. Ja, ja. Richtig. Das ist so dieses Vater, dein Wille geschehe, mach mit mir, was du willst. Ja. Man geht vollkommen hin. Ja. Da muss man einmal durch den Schmerz durch. Das ist die Jesus-Geschichte. Ja. Ja. Ist lang und breit erklärt. Man wird sehr feine Antenne kriegen mit den, mit den ganzen einseitigen Auslegungen. Das ist das, was die Schriftgelehrten machen. Ja. Die man bewundert hat. Oder die Reichen der Welt. Da wird nicht so niemand mehr sein, mit dem du tauschen möchtest. Wie doof ist eigentlich ein ewiger, immer seiender Geist, wenn er mit einem Gedanken von sich tauschen will? Lass das auf dich wirken. Oh yes. Oh yes. Ja. Wie primitiv ist diese Logik, mit einem ganz bestimmten Gedanken dann tauschen würde. Als der, der sich ja alle Gedanken denkt. Oh. Viel Spaß.
Das sind Hammerschläge, ich sag, es sind Hammerschläge. Ja, weiß wenn ich sie nicht wach machen, ja, dann schiebt sich die Moral immer rein. Ja. Ich kann doch, dieses Ich und ich bin du in die ersten 50 ganz vorne heißt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Ich, immer nur ich. Ich weiß doch. Ja. Ich hab's doch verstanden. Ich. Ja. Dieses Ich ist das Problem, das ist das blaue Ich. Das rote Ich schmunzelt nur, ja, wissend. Und amüsiert sich, plötzlich läuft ein total starker Film in dir. Ja. Oh, schön. Ich sage immer, ich habe viel Spaß mit meinem guten Programm. Super, ja. Ja. Großen Probleme habe ich schon seit Ewigkeiten immer. Aber du brauchst es, du brauchst den Kontrast, um dich lebendig zu erleben. Ja, genau. Ja. Was zur Ausnahme, die die Regel bestätigt? Regel. Welche Regel? Die göttliche Regel oder irgendeine von vielen einseitigen Regeln? Ja. Darum ist ja die Regel RGL. L2. Ja. B1. Mhm. 2. Oder Fuß. Eine Facette ist eine aufgespannte S. S ist B. Fuß. Ja. Ja. Kann man jetzt viel, das ist es, das Drehen der Worte. Dreh die Worte, tausche sie aus. Das ist immer, ich mache jetzt erst einmal die Grundrolle, du kannst die natürlich spielen, von vorne nach hinten lesen. Ja. Ich kann ein Ding auch nochmal austauschen. Das habe ich hier mit meiner Ritter heute so schön gemacht, mit dem Salz. Das kann ich ganz kurz noch ansprechen, dass es nicht zu lang wird. Das ist ja auch immer, du bist das Salz der Erde. Da habe ich einmal einen Salzpunkt, den Lafferpunkt schon mal erklärt, auf den gehe ich jetzt nicht ein. Mein Fensterbeispiel für die, die vielleicht schon ein mehr Holofeeling studiert haben. Dass immer jeder System hat ein systemrelevanter Parameter bei einer Suppe. Wir haben wieder unser ein Sub. Mhm. Bei einer Suppe, bei einer normalen Suppe ist Salz. Kochen wir eine Suppe ohne Salz. Mhm. Dann wird es ein Brei oder ein Müsli oder was, aber es wird keine Suppe. Mhm. Du musst das Salz reintun und du kannst erst dann sagen, das ist jetzt eine schmackhafte Suppe, aber einen gewissen Punkt Salz. Genau. Wenn du jetzt mehr Salz reintust, ich sage, du brauchst immer beim systemrelevanten Parameter eine gewisse Menge in dem System, das wir jetzt so benennen. Und wenn du mehr reintust, wird es toxisch. Ja. Und dann wird es versalzen, dann kannst du es nochmal essen. Ja. Richtig. Und dann kippt es aber in einen anderen Systemparameter um. Mhm. Das habe ich schön gezeigt mit unseren Fenstern, dass man hier mehrere Systemparameter durchfährt. All die Hasen können eventuell das hersuchen, können das reinstellen. Ich erkläre jetzt das nicht nochmal, sonst ufern wir zu auch raus. Und jetzt ist das Salz, hat jetzt was zu tun mit Matrosen. Wenn wir jetzt das Salz nochmal eingehen, ich tue meinen Bildschirm nochmal schnell übertragen. Okay. Jetzt passen wir auf, was da Schönes passiert. Ich mache mal extra, ich fange mal hier bei dem deutschen Wort Salz an. Wir suchen das einmal, was gibt es eigentlich alles, was auf Hebräisch Salz heißt? Und du wirst jetzt merken, das Streuen von Salz, das ist noch nicht Salz. Mhm. Ja, das Streuen. Da ist all das Bewusstsein Gottes gebiert. Mhm. Okay? Ja. Z ist übrigens, das Bewusstsein des Schöpfers ist eine Lichtgeburt. Mhm. Das Z, wenn wir einzeln machen, kann ich ganz nebenher, das kann man positiv und negativ lesen. Das kann Spaß machen. Dann bist du ein Spaßmacher. Es kann auch ein Schwätzer sein. Der Spaßvogel, da haben wir schon die Welle, die macht Spaß. SB übrigens immer, der Spaß beginnt mit SB und SB, das raumzeitige Wissen, wissen wir. Ja, genau. Mhm. Sind wir sofort wieder bei den Schienenwellen. Ja, genau. Okay. Welle. Jetzt pass auf, das wird jetzt sehr interessant. Also das ist nur Salz selber, es ist hier, es fängt an zu glänzen, gell? Glitzern, blitzen, aufblitzen in dir. Du streust Salz aus, Bewusstsein Gottes gebiert was, Lichtgeburt. Mhm. Jetzt ist es noch interessant, schauen wir mal jetzt hier, gespiegelter Augenblick, ein gespiegelter Augenblick des Meeres. Das ist Bedeutung Geschmack. Du brauchst zwei, Betonung. Mhm. Da steckt jetzt der Luke schon mit drin. Am Schaumecken. Das Aufblühen von logisch gestalt gewordenen Ecken. Mhm. Mhm. Ist auch Salz, nur Untersinn, Sinn, Sinus. Siehst du das? Mhm. Ja. Mit zwei in N. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Salz. Mhm. Das ist das hebräische Wort für Salz, das heißt der Matrose. Ach. Ich spare mir das jetzt, was mir wichtig ist, ist diese kleine Radix hier. Mhm. Okay? Ja. Das schreibt sich M. Lach.
M als Vorsilbe heißt von und Lach heißt Lebensfrische. Ja. Die Frische, die Lebenskraft, der Saft. Ja. Das führt uns dann übrigens, wenn wir das Licht so aufgespannt, dann machen wir Waff dazwischen, wie wir das immer so schön machen. Dann kriegst du jetzt hier die Tafel. Das ist übrigens die Gesetzestafel, die zwei. Wobei ich da schon darauf hingewiesen habe, dass das jetzt, da haben wir übrigens die Platte, die Planke, wieso das, da haben wir die 44, das Kind mit drin hängen, das wird jetzt aber zu weit führen. Was mir wichtig ist, diese Radix, wir waren beim Thema, ich habe das Thema nicht vergessen, dass man das umtauscht. Ich will da ganz kurz reinfahren, das Salz habe ich gerade schon gesagt, Bewusstsein wird es gebiert. Genau. Immer als Präfix gelegen von der Lebensfrische. Gespiegelt gesehen, von hinten gelesen, heißt es träumen. Okay, ML-Chat, gespiegelt gelesen, heißt es träumen. Denk immer an unseren Spiegel in der Mitte, du denkst was und du stellst es vor dich hin. Da steht aber nochmal was mit drin. Wo passiert denn das Ganze? Wir können nochmal austauschen. Wir haben jetzt das nur gespiegelt. Lächeln. Im Beet lächeln. Beet, im Haus des Brotes. Ja, Beet ist lächeln. Klar, genau. Ja, das passiert genau. Im Roten, das heißt im Adam. Im Adam, genau. Ich habe nur die drei Buchstaben in drei Variationen gemacht. Genau. Von rechts nach links, von links nach rechts, ausgetauscht. Das ist interessant, ja. Ne? Ja. Ja. Also wenn mir das Salz, denke an das Salz in der Suppe. Merk dir, ich habe den Kontext nicht verlassen. Ob du mitkommst, ist eine andere Frage. B heißt übrigens hier, BH gelesen. Ja. Was wäre eine Story ohne Kontraste? Selbst ein Liebesfilm ist ohne Missverständnisse, logische, einseitige Verständnisse und Konflikte zusammen eine langweilige Scheiße. Richtig. Umso unerwarteter der Schluss eines Films ist, umso überraschender die Auflösung. Also Konflikte, desto unterhaltsamer ist er. Ja. Was letzten Endes einzählig ist, immer nur das göttlich geniale Happy End. Das, was einzig zählt. Also Peter, du kannst dich auf was freuen. Ja. Eine göttliche Versicherung. Aber jetzt machen wir mal das Gegenteil. Wir machen jetzt einmal ohne Geschmack, ungesalzen. Sagt dir die Radix was, Margot? Bin gerade überlegen. Etwas vollkommen ohne Geschmack. Die Erscheinung eines persönlich limitierten Lichtes, wenn wir das jetzt hier unten blau lesen. Ne? Die Dünche heißt auch verleumden. Das ist übrigens das Hebräische. Du fällst, du wirst fallen, du steigst, du wirst fallen. Das ist hier die geschmacklos fade. Stirb, verschwinde endlich. Und lass dich wieder fallen. Das Kalken, das Kalkulieren. Gott, kalkulieren habe ich so oft gesagt, das führt uns ja zu dem Weiseln. Ich weiß, das Weise. Ja, genau. Sagt er die Radix nicht? Ja. Das ist das Hebräische. Wir machen mal hin dran, dann wird er vielleicht was einleuchten. Das ist das hebräische Wort für Beten, Gebet. Ach ja, ach so, ja, natürlich, klar. Interessant, im Hebräischen heißt das Wort Gebet in jedem Wörterbuch aus eine Albernheit, eine Nichtigkeit, etwas Sinnloses. Für was betest du eigentlich? Genau. Für irgendeinen bestimmten Gedanken, obwohl dir doch alle Gedanken gehören? Ja. Das sind übrigens die definitiven Gebetsriemen. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei unseren ausgedachten Juden, wo ich sage, das sind auch Türs in ihrem Hospitalismus, wo sie hier sich an die Klagemauer hinstellen und die Ehrchen machen, die sich die Traditionen ihr Moser verschreien, indem sie Gebetsrinnen dran machen oder das Kästchen sich hinsetzen, sich uniformieren mit ihren, als Ultraorthodoxe, jeder ist uniformiert. Ja. Das ist jetzt keine Kritik, es ist ganz, ganz bewusst erschaffen. Das, was ist. Aber um irgendwas zu beten, was dir schon gehört, ist eine Albernheit. Ja. Es ist fad ohne Geschmack, es ist ungesalzen. Die wissen nicht vom von dem Träumen. Denk an die vorhergehenden Worte. Schau. Ich würde jetzt das vielleicht noch anders machen. Das ist ja bei weitem nicht alles. Wenn ich das Wort Gebet nehme, kann man GE Quadrat machen. Das sind wir zwei.
ICHJCH, mhm. wir zwei in einem Haus. Wir können auch Biet in einem Augenblick. Mhm. Biet lesen mit 70. Mhm. Das I als I, Biet, dann heißt es wir zwei in einem Haus. Mhm. Gebet. Ja. Wir können aber das Bet als BD plus das E als Vokal rausschmeißen. Dann kommst du zu einer Bolognerscheinung. Und was ist das? Die Lüge, oder? Jetzt kommst du die Bolognerscheinung, kommst du zuerst einmal zu, wieder die E-Quadrat hat eine doppelt aufgespannte Wand vor sich. Kleid, Das ist das Auf- und Abschwingen. Und ja. diese Wand, die du vor dir hast, das sind praktisch jetzt doppelt aufgespanntes A und D. Wissen wir, Auf- und Abschwingen, aber doppelt, das ist unsere VA-Brille, die ist jetzt wie Leid. Ja. Die Idee ist wieder wie eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Wieso heißt jetzt das auch Mädchen? Weil MD, die gestaltgewordene Öffnung, das ist Messen. Messen, genau. Das ist das erste Mal geöffnete Ecke. Mhm. Jetzt haben wir wieder das Gewand. Mhm. Ah, ja. Das ist wie Leid. Das ist aber das hebräische Wort für Messen. Mhm. Darum ist es ganz interessant, also wenn der Waff dann dazwischen ist, das ist die Uniform. Denk an das Universum, das in eins gekehrte, vor dem einen, vor dem Uni ist eine Form. Das ist die Form der Gnade. Schön. Wir sind übrigens immer wieder beim Ile. Ja. Beim Kind, genau. Gebären. Wenn Gestalt geworden, eine aufgespannte Öffnung, wenn wir jetzt machen, da kriegst du jetzt das Messen, das Maß bestimmen. Mhm. Eine Uniform ist ein Amtskleid. AM ist die Mutter. Ja, M. Die Mutter MD für dich, gestalt gewordene Erscheinung, führt dich dann wieder zum Tod. 41, genau. Zum Leid, ja. Jetzt sind wir nur in diesen einfachen Spiel. Lass mal sogar gut sein. Toll. Jetzt, wenn einmal die Grundlagen da sind, es ist eine Freude, sich mit einer auszutauschen. Man bereichert sich gegenseitig, wenn du jetzt zum Beispiel mit meiner Ritter oder mit dem Redo, wenn man solche Spiele macht, du kommst vom Hundertsten ins Tausende, du verlässt aber nie den Kontext. Kontext. Idee, Ex. Auseinandergeschnitten, die zwei Spiegel, die zwei Seiten. Das ist eigentlich ein Kontext. Der Welt ist ein Kontext. Darum ist es wichtig, wenn man sich jetzt was denkt, in welchem Kontext denke ich. Und meine Logik, die ich nur einseitig korrespondiert, wie ich das nenne, mit gewissen Seiten, mit gewissen Aussagen. Mir wird immer, wenn in mir einer auftaucht, der wo was äußert, ein von mir ausgedachter Mensch äußert was in meinem Traum. Ja. Der äußert es ja in meinem Traum, letztendlich in mir. Und ich korrespondiere mit dem, was er äußert. Das heißt, es erscheint mir logisch, fühle ich mich wohl. Sobald jetzt einer aber was äußert, was mir unlogisch erscheint, wird mein Reaktionssystem sofort wieder hochschwingen und ich werde mich schlecht fühlen. Unwohl. Und jetzt kommt es mit Holofeeling, tauschen wir das aus. Leute, die wo was äußern, was ich kenne, langweilen. Von Interesse sind jetzt die Leute, die wo was äußern, was ich nicht korrespondiere, weil die erklären mir etwas, was ich vorher nicht gekannt habe. Damit lerne ich neue Seiten von mir selbst kennen. Lass das auf dich wirken. Ich lerne neue Seiten von mir selbst kennen. Immer nur von mir selbst. Jetzt haben wir natürlich wieder nur zwei Seiten. Es gibt eine dritte Seite, das ist jetzt, wenn du längere Zeit ohne Bohrungen hörst, das habe ich so oft gesagt, dann scheint sich die Sachen sehr oft zu wiederholen. Das heißt, dann ist der Udo äußert irgendwelche Sachen, die du zu kennen scheinst. Und ich sage immer wieder dazu, wenn du jetzt in deinem Traum, du suchst ja nicht raus, was du machst, wenn du wieder ein Selbstgespräch hörst, wo was kommt, was du angeblich schon kennst, sollte dich das nicht langweilen, weil wenn du sehr genau aufpasst, mache ich immer. Ja. Jedes Mal, wenn sich das wiederholt, eine winzige Kleinigkeit dazu, die alles in einen vollkommen neuen Bereich umkippen lassen kann, wobei wir jetzt wieder bei unserem Lafferpunkt sind. Ja, genau. Das passiert digital. Ich bin jetzt für Neueinsteiger fast schon wieder drauf und dran, nochmal den Salzpunkt zu erklären. Diese Systemparameter, das V0. Ich mache es ganz kurz. Ich sage, du denkst jetzt ganz schlichtweg und einfach, da geht der junge Bursch zum Fenster. Das heißt, wir haben eine Glasscheibe, hinter der Glasscheibe Glas. Dann ist das geliebte Wesen, die Begehrte.
das begehrte Wissen. Mhm. Und jetzt willst du dich bemerkbar machen und du schmeißt einen Stein. Und wir sagen jetzt, der Stein, wir denken jetzt rein physikalisch raumzeitlich. Der Stein hat eine gewisse Geschwindigkeit, wenn du schmeißt. Und wir erhöhen jetzt konstant die Geschwindigkeit, die Wurfgeschwindigkeit von dem Stein. Bei einer Gewehrkugel nennt man Kugel, KGL nennt man das übrigens V0. Das heißt, unser System ist nur die Fensterscheibe. Das ist übrigens auch sehr interessant. Jetzt will ich aber nicht wieder rein und hier schauen, was hast du eigentlich Fenster? Da kann man dasselbe Spiel gerade machen wie mit Melech, Kolam, Lechem. Mhm. Diese drei, wo man austauschen kannst mit dem Wort mit Fenster, musst du dasselbe machen. Kannst du gerne mal heraussuchen, was das bedeutet, was dich wundern, was da für Wunder passieren. Mhm. Auf jeden Fall, unser System ist nur die Fensterscheibe. Der Systemzustand, den nennen wir, die Scheibe ist einfach nur da, vollkommen geräuschlos. Mhm. Also der fängt an, den Stein zu schmeißen und die Geschwindigkeit des Steins ist zu gering, dass die Scheibe, es ist zu wenig Salz in der Scheibe, wenn wir das als Suppe betrachten. Mhm. Und dann kommt irgendwann einmal, wir erhöhen nur die Geschwindigkeit von dem Stein, wird Folgendes passieren, irgendwann einmal kippt es ab einer gewissen Geschwindigkeit, wie das Wasser ganz exakt bei dem und dem Luftdruck bei 100 Grad zum Kochen anfängt. Mhm. Das ist der Übergang vom flüssigen Wasser zu gasförmig werden, passiert genau bei der 100. Wir sind wieder bei unserem Zentrum. Mhm. Gasförmig werden. Physik ist reines Holofeeling. Ja. Ich will es nur erwähnt haben. Da jetzt die Formeln wieder anschauen, wäre auch interessant. Das heißt, in dem Moment, an einem ganz bestimmten Punkt kippt unser System, Glasscheibe ist da und ist ohne Geräusch und es macht Dock. Mhm. Wir erhöhen weiter die Geschwindigkeit, das heißt, wir schmeißen stärker, dann wird es doch lauter und wir haben ein stabiles System. Das heißt, wir tun Salz in die Suppe rein und die fängt an zu schmecken, die schmeckt auch. Jetzt ist ja, wenn salzig, man kann es aber noch essen. Ja. Das ist dieses neue System, Glasscheibe ist da, ist heil und gibt ein Geräusch von sich. Und plötzlich kippt es wieder um. Dann macht es Glör. Und die Glasscheibe zerspringt. Interessant, in ganz komische Dreiecke in der Regel. Mhm. Man kennt das immer von den Comic. Ja, stimmt. Die Glasscheibe zerspringt in Dreiecke, D-Reiecken. Jetzt können wir die erhöhen die Geschwindigkeit. Wir haben ein neues System. Glasscheibe macht Klör und zerspringen, SBR, ringen. Da haben wir das Volumen in Dreiecke. Wäre jetzt jedes Wort in dem Kontext interessant, sich mit Holofeeling genauer anzuschauen. Ja. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo es versalzen wird. Das heißt, ab einer Geschwindigkeit kippt es wieder in ein neues System um. Es macht nicht mehr Glör, sondern es macht bloß noch Dock. Ja, ist doch die Glasscheibe bleibt ganz, aber plötzlich erscheint in der Glasscheibe ein kleines Loch. Das haben wir gerade auch schon gehabt. Denn dann lacht die Lebensfrische. Jetzt haben wir den Punkt des Nichts, wo die Wellen des Glas die Schöpfung von Raumzeit drumherum ist. GL ist ja S. Ja. Mhm. Die Welle ist das drumherum. Und in der Mitte haben wir das Nichts, den Punkt. Super. Und es macht Dock. Jetzt haben wir wieder einen neuen Systemzustand. Ich sage jetzt, ab jetzt hört es mit einer Logik auf, aber das geht unendlich fort. So wie du auch sagst, ich bin ein Säugling, ich bin ein Schulkind, ich bin ein Pubertierender, dann bin ich Erwachsener, dann werde ich ein Kreis und dann hört es bei dir in deiner Logik auf. Stimmt, ja. Stimmt, genau. Ja. Das geht aber genauso unendlich weiter, nur auf deinem Programm ist das jetzt eben nicht mehr drauf. Genau. Du merkst, wie die Welt zu dir spricht, wenn man sie geistreich sieht. Es gibt kein größeres Geschenk wie Holofeeling studieren. Ja. Dazu muss es aber in dir auftauchen, du musst jetzt erst einmal die Reife haben, dass dich das interessiert. Ja. Du musst dann auch akzeptieren, heute Morgen haben wir reingestellt mit den Vatern, solange du deinen Vater, deine Mutter, das sind Gedanken, solange du einen Gedanken mehr liebst als den Denker, noch genauer den, der sich den Denker ausdenkt und den Denker was denken lässt. Ja. Wer lässt dich das jetzt denken? Wer bist du und wer ist derjenige, der dich das denken lässt? Was glaubst du zu sein? Was glaubst du, was der ist, der dich das jetzt denken lässt? Mhm. Die Frage ist schon längst beantwortet, der sagt zu dir eigentlich, ich bin du. Mhm. Lass ich mir das jetzt nicht selbst denken, jetzt muss ich die vier Ichs in Holofeeling verstanden. Ja. Ja. Und immer dran denken, bei Holofeeling, alles Wissen in deiner Welt gehört zu Holofeeling. So wie der Kartensticker zum Auto gehört und ohne den
Kabelstecker, wenn es das ist, wenn es kein systemrelevanten Parameter Kabelstecker ist, es gibt auch dann zwangsläufig System nicht relevante, habe ich tausendfach Kabelstecker, dann geht das ganze Auto nicht. Ja. Funktioniert die von dir aus gedachte Welt zurzeit von dir harmonisch? Ich sage jetzt, sagst du mal ganz klar, ja. Sogar göttlich harmonisch. Alles funktioniert göttlich harmonisch. Aber funktioniert es für dich schon harmonisch, was du bloß denkst, oder ist da noch offensichtlich für dich in deiner Bewertung für Disharmonie? Ja, genau. Ich kann Gottes zulassen, dass dieser Säugling sich auflöst. Oder wir stehen im Frühling vor einem blühenden Kirschbaum. Wie kann Gott es zulassen, dass diese Blütenpracht vernichtet wird? Ich sage, wenn die Blüte sich nicht auflöst, gibt es keine Kirschen. Ja. Wenn es keine Kirschen gibt, gibt es keine Kanne und dann gibt es keine neuen Kirschbeine. Ja. Wenn der Säugling sich nicht auflöst, gibt es keinen Schuh. Es ist doch noch einfacher, Peter, kann man das doch gar nicht sagen. Nein. Es ist immer wieder, was sind jetzt das für Menschen, die sich hier. Was sind das für Menschen, die sich aufregen? Ich mache solche Selbstgespräche. Ich erwähne nochmal hier beim Rido seine, beim Heiko seine Ausgaben, der hat die Kommentare nicht, die dann den Udo absahen. Was sind das für Menschen? Ich sage, das sind doch keine Menschen, das sind Gedanken von dir. Das sind Worte. Genau. Wo sind da Menschen, wenn du den Kommentar liest? Genau. Wo sind Menschen, wenn du jetzt in unseren Chat reinschaust und du liest die Kommentare? Ja, Gedachte. Die sind doch nur, aufgrund von ein paar Schriftzeichen, baust du eine Vorstellung auf, wieder, weil du dann komplett entmächtigst, weil du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Aha. Das ist der Kern, das ist mir wichtig, nicht das Wörter aufrechnen. Ja. Darum sage ich immer wieder, ich erkläre dir zuerst, was du bist. Und dann ganz, ganz grob mache ich dich neugierig drauf, wie du funktionierst. Ja. Aber zuerst einmal musst du wirklich wissen, was du bist. Du bist der Einzige, der immer ist. Gedanken sind nicht immer, die sind untrennbar verbunden mit dem, der immer ist, aber nur oberflächlich. Gedanken werden. Eben. Gut, das ist gut. Lass uns das neue Jahr gut angehen. Ich habe ja so die Insider, die Videos mit den Königskindern, auch so ein Kanal. Es bleibt genauso, es bleiben Gedanken von dir. Da habe ich doch hier den Pfarrer reingestellt. Den 86-jährigen Pfarrer aus der DDR. Ganz interessant, die große Erleuchtung am 4. Juni. 4. Juni. Doch Insider haben den Witz verstanden. Genau. Ja, jetzt lassen wir es gut sein, glaube ich. Ja. Das ist immer wieder neu, diese Reife. Und jetzt betone ich nochmal, wenn jetzt das dir zu viel ist, und das lerne ich ja nie, dann lass es. Das wäre jetzt Kaufmannsdenken, wenn du dich zwingst. Du wirst die Reife kriegen, dass du dich hinsetzt, was dich im tiefsten Inneren interessiert. Und du kannst mit deiner Zeit so haushalten, es ist nur ein Verlagern von Interessen. Ja. Ich habe da auch immer wieder viele, viele Beispiele. Ja. Absolut, ja. Wenn du wirklich verstanden hast, wer jetzt zu dir spricht durch diesen Lautsprecher. Ich sage jetzt das da mal du selbst, aber ein Du selbst, von dem du noch nichts weißt, weil du dich noch viel zu sehr mit deinen Gedanken von dir verwechselst, der für dich zuerst einmal wichtig ist wie alles andere. Ja, ja. Wobei wir ja wissen, dass wie ich dick heißt, JCH in der Mitte, das rote Ich ist schon ein Mitte, ein peripherer ausgedachter Mittelpunkt. Ja. Dass das alles so arithmetisch sich zusammensetzt. Ja. Wenn das Interesse ist, es ist, deswegen lebt man das weiter. Das war jetzt hier mit Eltern. Du sollst die ganz normal lieben, du sollst die ehren, du sollst die eventuell pflegen, wenn die alt waren. Aber, und jetzt gehen wir zu Margot. Lass die nicht auf den Kopf rumtrampeln. Nee, vorbei. Das ist immer wieder so dieses, das ist nämlich Zwangsliebe gewesen. Von der Tochter. Ja. Gibt es natürlich auch gespiegelt, welche, die ihre Mütter hassen. Das sind immer wieder die vielen Zeiten, das sind Einseitigkeiten, das sind alles Einseitigkeiten. Ja, stimmt. Man muss irgendwann einmal erwach sehen werden. Ja. Ja. Als Geist. Ja. Als Geist, wenn du erwachsen wirst, merkst du irgendwann einmal, ich komme nicht von irgendwie, ich stamme nicht von einem Gedanken von mir ab. Ja, genau. Sondern von dem, der mich das denken lässt. Mhm. All diese Aussagen sind hundertprozentig sicher. Ja.
Nachvollziehbar. Es ist keine Frage des Glaubensmüssens, es sind keine Axiome. Diese ganzen Aussagen, die ich jetzt getätigt habe, wie ich immer sage, im Wesentlichen, sind das keine Axiome, sondern eine absolute Beschreibung von dem, was du sofort, du Geist, sofort von Augenblick zu Augenblick überprüfen kannst. Mhm. Was aber irgendwas in dir drin ist, das beschreibe ich auch, was das nicht wahrhaben will. Das ist die einseitige Logik. Mhm. Ja, schön. Und der Rest passiert. Es wird, ich kann nur versprechen, in dir passieren Wunder über Wunder. Mhm. Das, das hängt ab von deinem Interesse. Ja. Ich sag mal hier, meine Ritter ruft mich an, die hat Tränen in den Augen, die kannst du überhaupt nicht fassen. Die sagt, was zurzeit los ist. Es ist Weihnachten. Ja. Die haben und so. Jetzt ist ein Standbild, Udo. Jetzt hören wir nichts mehr. Jetzt einfach. Jetzt. Wir machen jetzt eh Schluss. Das war ein Zeichen, ein göttliches Zeichen. Wir gehen jetzt hier. Schauen wir mal, was der neue Schlaf das nächste Jahr uns bringt. Ja. Oh, ja. Danke. War wieder wunderbar. Ganz liebe Grüße noch, Marion. Ja. Super, danke. Danke. Tschüss.